Also ich fahre schon 5 Jahre am BMW. Das ist in dem Fall euer Lieblingsauto? Also mein Lieblingsauto dadurch, ja. Und wieso genau ist das euer Lieblingsauto? Ich bin auf das Auto gekommen, eigentlich, weil ich vorher ein ganz anderes Auto bin gefahren, ein Renault, und über die Garage. Die Garage hat mir eigentlich imponiert. Nicht so sehr die Marke, aber die Garage selber. Das kann ich nicht so genau sagen. Also, der Vater fährt Mercedes und der Bruder hat einen Audi. Ich finde beides ein super Auto. Das Vorbildstiere für Studenten, aber ja, das sind schon meine zwei Favoriten eigentlich. Also ich habe im Moment kein Auto, ich habe ein Geo. Aber mein Träumauto wäre ein Rolls-Royce Gornish 2 in British Racing Green. Und wenn ich das Geld für so ein Auto hätte, würde ich mir noch das ZF 6-Gang Getriebe drauf tun. Und der Chauffeur wäre noch dabei? Ja, der Chauffeur wäre ganz sicher ich. Weil die meisten Rolls-Royce werden nicht selber chauffiert von den Besitzern, aber das würde er nicht nehmen. Nein, auf keinen Fall. Wieso jetzt geht es an Rolls-Royce? Hier ist es ein riesig mächtiges Gefährt hier in der Ankerbergstrasse. Ich war Militär-Lastwagen-Chauffeur. Ich glaube, so riesig gross ist der auch nicht. Also mein Traumauto ist ein BMW M3. Wieso geht ein BMW M3? Also ich bin mit BMW aufgewachsen. Wir haben eigentlich nur BMWs, wir haben GT, wir haben einer BMW. Und ja, das ist einfach eine Traummarke, was soll denn noch mehr? Was fahrt ihr jetzt momentan für das Auto selbst? Also ich fahre einen 325er CI BMW Coupé und ich habe noch einen Giunta Fiat Stilo. Und was gefällt dir am BMW besonders gut? Am BMW ist einfach der Fahrstil und das Aussehen mit LED-Lichter. Also ich stehe vor allem auf Tuning-Autos und mit BMW kann man einfach am meisten machen. Das BMW Cabriolet oder so. Was gefällt dir besonders gut am BMW? Weil man da ja, das Ding kann drabtun und einfach so chillig fahren mit Wind und so. Also aber, ihr redet jetzt also vom Vorstil her, fahrt ihr gerne im Cabriolet, heisst das? Ja, einfach so schönes Wetter und so, da kann man das am Brite und locker fahren. Also habt ihr euch so ein Auto oder ist das einfach ein Remote? Ich habe noch gar kein Sperr mehr. Aber ist mal die Idee, dass man dass das Auto mal ein Cabriolet wird sein? Ich hoffe es mal, das klappt. Jetzt hat er gesagt, aber Rolls-Royce ist das Traumauto. Wenn er mal wieder ein Auto bräuchte, so eine pragmatische Entscheidung, was wäre da der Favorit, das Lieblingsauto? Also ich würde etwas Praktisches nach. Irgendein Opel Vectra oder so, irgendetwas in diesem Stil. So eine 2-Liter-Maschine ist für jemanden gut. Wenn ihr jetzt eins könntet auslesen, ihr habt gewonnen, beliebige Marken, freie Wahl, für was würdet ihr entscheiden? Ja, das Traumauto ist natürlich Porsche Carrera, aber ja, vielleicht wird es irgendein Sven geworden, wenn ich mein Geld habe. Also Carrera Cabriolet oder normale? Ja, schon Cabriolet. Und wieso geht Porsche? Was fasziniert an Porsche? Ja, es ist einfach das Design, was es uns macht und der Ton. Und ja, es ist schon gewisse, das fährt es nicht jeder. Ich sehe, das Lieblingsauto ist ein BMW. Jetzt gibt es auch die Traumauto, wo man vielleicht mal eine Spritztour war. Wollte ich gerne machen, aber vielleicht nicht gut. Hat er keins? Also kein Ferrari, Rolls-Royce? Papa. Nein, überhaupt nicht. Und jetzt, wenn wir noch gerade von den wirklichen Träumautos reden, so, wenn man vielleicht nur mal eine Spritztour macht, so Ferrari, der Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, gibt es so etwas, was er würde reizen? Ja, ich sage mal Aston Martin. Ich finde die wunderschön, die Autos. Und vor allem die Form von denen und innen auch schön Lederstatik. Das sind einfach Traumautos. Seid ihr eigentlich ein Autofreak oder ist für ein Auto in erster Linie ein Ding auf 4 Räder, um von A nach B zu kommen? Das ist genau korrekt so. Ich will irgendwie von A nach B kommen, ohne grosse Problematik, ohne dass mir das Auto irgendwelche Probleme aufgibt. Das ist eigentlich hauptsächlich. Also ich bin überhaupt kein Autofreak. Ihr seid in dem Fall kein Autofreak oder würde ich gleich so im Hintersten? Mein erstes Auto war ein VW Käfer. Ich habe das wunderbar gefunden, weil man uns selber daran schreiben konnte. Das war ein tiptops Auto. Ein VW Käfer, würde ich sagen, ist zum Beispiel heutzutage von der Größe her und so ein wunderbares Auto. Autofreak, ja oder nein? Nein, eigentlich nicht. Also, das Wichtigste ist für mich, dass ich von A nach B komme und ein Auto fahre. Ich bin eigentlich nicht, aber klar, wenn man Mercedes oder Audi hat, ist das sicher etwas anderes als ein Fiat Punto.